Ach, herrlich, und es fängt an zu regnen. Das ist ja ein perfekter Einstieg. Das ist ja herrlich. Kann irgendjemand vielleicht den Typen ausschalten, der direkt über mir steht? Ja, ich gucke gerade mal, ich will gerade mal zur Yacht. Ich möchte Yachtbesitzer werden. Ach, weißt du was, ich schwimme da weg. Was soll's. Ja, warte, ich arbeite am Thema. Was, du arbeitest am Tenor? Bosch, immer. Ich geht um Thema. Ja, arbeite an meinem... Ideen? Bei meinem alles, Job als Tenor im Theater. Blade, kann ich dir nicht sagen, musst du mal reingucken, weiß ich aus dem Kopf nicht. Wie lebt der denn noch? Der hat mindestens 5 Kugeln in sich drin. So, kann mir mal einer erklären, was wir hier machen? Erreiche das Schiff. Ja, ich hab doch das Schiff erreicht. Das ist in der Mitte, ne? Da sind 1000 Schergen noch. Hä, was für ein Schiff in der Mitte? Dieses Hausboot. Da bin ich doch gerade drauf. Oh, er hat's fast geschafft, der Dämmelack. Wie nennst du mich bitte? Nein, nicht du, mein Dödel hier. Müssen wir alle drei das schaffen? Obwohl, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, der sieht einfach genauso aus wie ich. Franz, müssen alle drei wir da drauf kommen? Ich weiß es nicht, ich muss kurz sterben. Ah, oh, Granate im Gesicht! Oh Gott. Gegen was kämpfst du denn da noch? Hier sind noch voll viele Typen. Sind deine Wunschvorstellungen, dass lauter Typen dir da hinterherlaufen? Haha, oh fuck, scheiße. Hier waren tatsächlich. Ey, hier sind noch voll viele Typen übrigens. Wird Zeit, dass der Kanal in Feierabend umbenannt wird und das Format ein Reboot erhält. Ja. Da ist, glaube ich, gar keiner, den man sehen kann. Ich kann keiner retten, oder? Ah, Fratzen! Nee, also Franz schon mal nicht. Alkohol! Suppe! Ich weiß leider nicht, wo Gegner sind. Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Ich krieg das kalte Würgen, ey. Das ist. Wo war denn dieser. Also eben ist der an mir vorbeigerannt. Oh, Verzeihung. Der. Blödmann. Was habt ihr für die Gegner? Wo sind die Gegner? So, Alex ist 125 Meter. Stimmt, wir haben auch überhaupt nicht ausgedrohnt hier. Dabei sind wir so taktisch mit dem Hubschrauber unauffällig. Doch, ich schon. Ach, du doch nicht. Erzähl mir doch nichts. Ist doch alles. Ich habe ganz kurz einmal gedroht. Ich habe einmal ganz kurz gedroht. Mit der Lügendrohne habe ich das gemacht. Wieso startet man denn diese blöde Mission immer am anderen Ufer? Gute Nacht. Jetzt haben wir wenigstens schon mal den Scharfschützen ausgeschaltet. Ach, schön, den hast du getroffen. Ja, gut, dann ist doch easy. So, ich komme in 3 Sekunden auch wieder. So ein Drecksuppending. Oh, Grobi ist da, hallo. Das ist doch alles Kacke. Wo kann man denn ich an der möchte Insel eine rein? Panzerfaust. Oh, was denn, Franz? Die Stirn runzelt, sieht es aus, als hätte er eine Badekappe zu lange auf? Was? Ja, denk mal drüber nach. Ich habe auf jeden Fall viel Stirn, das ist, kann man nicht anders sagen. Ah, oh, diese dreckigen geschlossenen Kopfhörer tun meinen Ohren weh. Ach, Mist, die Gasflasche kommt hier nicht ran. Der Funke. Rennen wir wie Teufel. So, wollt ihr gucken, wie das Ding hier in die Luft geht? Ich komme. Ich bin da gar nicht in der Nähe. Du bist direkt hinter mir, ich sehe dich da. Ja, aber ich bin ja nicht in der Nähe von dem Boot. Doch, das kann man, weiter. Müsst ja nur hier gerade rüber schwimmen. Na dann, lass zünden. Zünd den Kracher. Okay, seht ihr das? Ich glaube schon, ja. Denke schon, ja. Okay, dann hau ich mal rein. Oh, jetzt kommt hier sogar ein bisschen Wellengang. Ach nee, ich muss den Sicherungskasten kurz schließen. Okay. Erledigt. Oh, oh. 30 Sekunden. Hochgeht. Okay, aber wir wollen ja eine schöne Position fürs Feuerwerk, oder? Obwohl es ist wohl nicht mehr gefährlich zuzukommen. Bewegt euch, das Ding fliegt gleich in die Luft. Hier sieht gut aus. Wie schön ist jetzt auch dann die Sonne von links. Aber der Regen ist halt nur. So, oh, nein, der arme. Hallo, Alex, was bist du für ein schlechter Mensch? Hier, oh, da sind ja noch Bedienstete auf dem Schiff. Rein. Oh, scheiße. Kann ich nichts für. Ich meine, der sieht doch auch den Timer. Hä? Das war. Ah. Oh. Das war. Okay. Das war alles. Also, ich war nie gut in diesem Physik, ne? Aber dass zuerst die Leiter einfach umgefallen ist, das hat mich verwirrt. Schmocki, alte Rakete, grüß dich.
Wir machen ihm Feuer unterm Arsch, bis er da. Dann schnappen wir ihn. Erfolg freigeschaltet. Weiter Schuss. Über 400 Meter. Sehr schön. So, das spricht. Sollen wir mal gleich das nächste auswählen? Aber wir brauchen wieder. Ah, wir müssen erstmal wieder Infos holen. Die gibt's hier in der Stadt. Zack. Aber da müssen wir. Nee, Moment, da müssen wir eh hinfliegen. Da kommen wir hier nicht weit. Komm mit dir mit dem Vogel. Ein Vogel, du. Gut eingeparkt, gut eingeparkt. Hut ab, das geht gut ab. Phil Kliemann hat ein Terrarium mit Ditsche zusammengebaut. Das war großartig. Mega gut. Ja, ich habe mich sehr amüsiert, weil Ditsche auch so. Also, vor allem Finn hat ja dann auch noch mehr Norddeutsch gesprochen als sonst, weil Ditsche ja auch so ein hart Hamburger. Das war so wunderschön. Welt, das ist Welt. Synchron gesammelt. Ein Schmocki, kommt ein Raid? Nein. Franz der Pimp, so viele Viewer. Ja, ich hab überhaupt nicht auf jetzt easy gestellt. Ich mach das, ich fliege. Was für eine Unterstellung? Alex, was? Das ist doch mal sehr witzig. Marjan, du bist ein witziger Typ. Bin ich nicht. Wie geht denn das mit easy? Würde ich gerne mal beim Kneipenbesuch mit Frauen Bescheid wissen, ja. Frage für einen Freund. Das war eine Reaktionsleiter. Erst ist die Leiter explodiert, dann das Haus. Ah, okay, wie so eine Warpbombe, ne? Oh, das ist eine ganze Basis hier. Wollt ihr das jetzt snipern? Ja. Nein. Ja. Nein. Na dann mach mal. So. Ja. Nein. Aber mein Dröhnchen ist unterwegs. Och, jedes Dröhnchen. Das sieht ja so niedlich aus, wenn die beiden rausfliegen. Die sagt, oh, guck mal, die Alter, die Reflexion der Sonne in den Spitzen, ne? Oh, da hinten ist irgendwas explodiert. Das waren wir nicht. Okay, oben im Turm sind zwei. Da ist noch ein Scharfschütze. Da ist auch ein Generator. Da ist der Stromgenerator. Okay, den müssten wir. Kann man den Kapotzki machen? Nee, den muss man. Was steuern die denn hier, wenn hier ein Stromgenerator ist? Was ist denn hier? Wahrscheinlich fängt es gleich an zu piepen und wir sehen die Anti-Air. Oha, das werden immer mehr. Tatsächlich, aber eine Anti-Air ist da nicht. Und ein Störsender ist auch nicht. Oh, ist jetzt das Licht angegangen, habt ihr gesehen? Jetzt schnell nach Hause. Könntest du den linken von den oben im Turm nehmen, Alex? Ja. Ja. Okay, dann nehme ich den rechten, ne? 3, 2... Ah, das hat nicht geklappt. Meiner ist umgefallen, aber der... Warte mal, ich muss euch zurück. Ach scheiße, jetzt kommen sie hier unten mit Jeeps. Von der anderen Seite. Oh, so, auch schon mal sogar richtige Buggies. Wie in der Folge, wo wir... Oh, was ist denn da unten los? Da unten sind aber sogar Rebellen. Soll ich uns hier absetzen morgen. Und wir machen das vom Boden? Rimworld? Ja, ja, können wir machen. Unter uns sind... Ach nee, das sind Dritte. Im Moment, sind das Böse oder sind das Gute, die hier? Die hier vorne sind keine Guten. Da kommt aber noch Unidad. Ich dachte, wir wären auf dem Boden. So ein Mist. Ich hab's überlebt. Das sah aber auch komisch aus, weil das Kraut hier ja ein bisschen höher ist, ne? So, wo ist denn jetzt? Ich sehe gar nichts. Mach mal deine Thermosicht an, dann wird das gehen. Das ist alles voller Vögel. Wie, Unidad ist jetzt auch da? Scheiße. So, jetzt habe ich mir hier mal einen etwas erhöhten Punkt gesucht. Einen erhöhten Punkt. Oh nein, oh nein, oh nein. Felsspalte. Scheiße. Die Unidad sind übrigens richtig gut gepanzert. Noa! Nicht so eine gute Idee. Mir aufs Gesicht gefallen. Die Rebellen haben aber das geklärt. Soll ich dich holen? Wenn du dann in der Nähe bist. Oh nein, 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 oh nein. Gut, dass die Rebellen hier noch am Regeln sind, ey. Das sind Regelrebellen. Warst du so lange? Danke, Fritz, ey. Fuck. Was fluchst du denn immer so viel, ey? Ich hab dich wiederbelebt und du sagst, leck dich doch am Arsch. Oh! Nice! Ich bin voll erwischt.
Hast du eine Granate? Ja. Ein Granatwerfer, ja. Ach, du auch? Okay. Ja, ja. So ein Spaß, das kann ich mir doch nicht nehmen. Nee, das war ich gar nicht. Ich hatte ein Scharfschützengewehr drauf und habe einfach nur drauf geschossen, aber... Hast du dann kurz... Aber es war halt genau in dem Moment, wo ich drauf geschossen habe, ist das Ding halt dann auch explodiert. Schau mal, jetzt macht tatsächlich auch mal der Rebellenwagen da vorne was. Jeep. Von wo? Oh, okay. Hinter uns. Ich leg mich hin. Ja. Ich sehe eine kleine Gruppe Tankos. Die noch nicht? Da. Zweites Ziel da drüben, das ist dein Geschütz. Da ist noch ein dritter. Die kämpfen mit der Unidad, also... Vielleicht kann man die da einfach in Ruhe lassen. Oh, das könnte schön werden, das könnte schön werden. Guckt euch das an. Achtung, Achtung. Komm, 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 komm. Oh, 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 oh. Hat aber nicht viel gebracht. Das Auto ist zumindest kaputt. Sollen wir mal schauen, dass wir die Intel kriegen? Ich nehme das als Ja. Alter, diese Unita-Typen sterben halt einfach nicht, ne? Oh oh. Ja, die vertragen richtig viel, vorsichtig. Verdammte Scheiße! Die Säufer. Ich hol die Info. Nein, der hatte schon nachgeladen. Ich wollte nachladen. Mit, oh, am Abzug habe ich nachgeladen. Je mehr wir El Emissarios Unternehmen sabotieren, desto größer der Druck, sich zu zeigen. So ein Rattendreck. So, also wir haben das hier. Macht Ratten weg. Die wollen deinen Hubschrauber, Fritz. Die tun deinem Hubschrauber schlimme Dinge an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Einer vergeht sich am Auspuff deines Hubschraubers. Sie beruhigen sich. Die denken, wir sind weg. Bist du, Alex? Ach, in dem Gebäude. Ach, in dem Moment, da sind ja noch Punkte. Ich bin so ein Kasperkopf, ey. Das ist unglaublich. Okay. Oh, scheiße. 4 Sekunden. 3 Sekunden noch, sonst ist ja wieder alles vorbei. Ich spawne. Puh, okay. Oh shit, Alex, dich hat's erwischt, oder? Unidad war da. Fuck. Oh Mann, shit. Das war nicht schlecht. Das war auch nicht so schlecht. Was ein Mist. Wie lange hast du noch? 15 Sekunden. Die vertragen halt richtig viel. Scheiße. Hier werden übrigens ständig irgendwelche Nebeneinsätze angezeigt, die man machen soll. Ja, die fahren jetzt gerade hier durch. Ah, okay. Ich mach erstmal hier den Generator aus, das ist mir wichtig. Vielen Dank. Ja, ich bin wieder im Spiel. Oh, jetzt ist dunkel. Ich hab noch einen Tango. Ja, sollen wir das Funkmachbett gerade überfallen? Das ist ein Unidad-Transport, oder? Nee, oder viel normaler. Weil die hauen eh gerade ab. So. Sind hier noch Fertigkeitspunkte? Ist das richtig? Hier ist die Position eines Kartellsenders. Legen wir ihn lahm. Ich weiß, wo ein vom Kartell lahmgelegter Rebellensender steht. Machen wir ihn wieder flott. Das ist eine Auszeichnung? Sieht aus wie aus einer Cornflakes-Packung oder von der Air Force oder so. Hier ist noch ein Orden, ne? Habt ihr den schon? Der Tango ist hin. Hab noch einen Tango. Ja. Was ist denn da? Was war das gerade? Granate. Der Unidad-Typ hat eine Granate geworfen. Aber in dem Moment hatte ich ihn und dann ist er leider gestorben. Wo wollen wir hin? Weg. Irgendwo ist eine Mission. Warte mal. Wo ist denn das Waffenteil? Ich will endlich das Scope. Hier oben ist an der Küste ist eine Mission. Das Kartell unterhält ein Labor für Coca-Paste in einer umgebauten Fischfabrik in Okoro. Schalten Sie das Labor aus. Oh, im Puerto Grande ist ein Orden, der eine Mine mehr gibt. Dann holen wir uns das irgendwann mal. Das ist direkt nebenan, deswegen dachte ich vielleicht. Achso, dann setz doch einen Wegpunkt. Da ist noch ein Waffenteil.
Laservisier mit Waffenschmied. Was? Okay, ja, mach ich sofort. Ich guck mal gerade hier. Ach, da, warte mal, da fliegen wir eh drüber. Ja. Kommst du mit? Ja, ich bin sofort. Ich suche immer noch mein Waffenteil. Aua! Oh nein, hier ist alles umzäunt. Wo seid ihr? Ach, da. Hier. Ich bin normaler Passagier, das ist zu gefährlich. Dürfen wir mit dem Fallschirm abspringen, Fritz? Ja, wenn ihr möchtet. Wenn man Waffen von Gegnern aufnimmt, ne, genau, die hat man dann nur so lange, bis man. Oh, da unten ist gerade Unidakt. Warte mal, kann ich dann. Ich will da eine Granate reinwerfen. Warte mal. Bist du nach rechts? Schwer zu sehen. Nee, aber weißt du, was ich mache? Warte, warte, lass mich. Dreh ein bisschen nach rechts. Ganz bisschen nach rechts drehen. Ja, so ist. Ja, ist gut. Oh nein, man kann keinen erst. Oder? Moment, aus der Drohne mache ich das. Moment, es geht. Oh shit. Oh, meine Drohne ist im Hubschrauber explodiert. Kannst du von der Drohne aus einen Laserstrike beantragen? Ihr habt aber auch noch eine Minigun, ne? Also, ach nee, du sitzt nicht an der Minigun. Ist Mist. Nee, ich kann das nicht. Aber warte mal jetzt. Alex kann ja hier Minigun technisch mal ein bisschen aufräumen. So, zack. Kommst du da runter? So sehe ich da nicht. Alter, das ist geil, man kann. Okay, das ist ein bisschen witzig. Man kann als Passagier in dem Heli hier, kann man seine Drohne nicht starten. Das geht nicht. Okay. Weil die dann in dem Innenraum gegen die Wand klatscht und explodiert. Yeah. Ja, fahr weiter. Oh, hier kommt. Warte, da kommt gerade eine Patrouille. Ah, die Rebellen kümmern sich drum. Das hört sich gerade nach wie Fritz, ich hab Hunger, Fritz, dann sind wir da. Was ist denn hier, Franz? Alarm. Alter. Okay, den hast du wirklich. Also, der Parkplatz war dafür gemacht für den Hubschrauber, oder? Also, man kann unten durchkriechen. Oh, man kann hier einzelne Scheiben rausschießen, bevor alles eskaliert. Oh, so, oh shit, Vorsicht, 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 Vorsicht. Die kommen die Treppe hoch. Hab's. Oh, scheiße. Unten links, wenn ihr nach unten links rausgeht, da steht gleich nochmal einer. Der hat mich voll erwischt. Haben die den Hubschrauber kaputt geschossen? Ist der tot? Was habt ihr mit meinem Hubschrauber gemacht? Nichts? Ich sehe doch hier die Rotorblätter durchs Haus glitschen. Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein! Alex, wir haben ein Problem. Was denn? Wenn du die Treppe jetzt runterkommst und dann nach links schaust, durch die große Tür, die da ist, da direkt, da steht einer und der schießt auf uns. Das ist ganz gemein. Blatt, ich weiß, dass es in dieser Provinz das Scope gibt, was ich haben will. Ich finde es aber einfach nicht auf der Karte, das ist noch nicht markiert. Du Alex. Der spielt mit seiner Drohne, ey. Wir liegen hier und ja, aus allen Löchern läuft das Blut. Der steht direkt hier. Da. Da ist er. Siehst du ihn? Jetzt ist er tot. Ich hab nur noch 5 Sekunden. Wie hast du den denn getötet mit der Drohne? Gar nicht. Verdammt, das war knapp. Geil. In letzter Sekunde. Ich wurde Hurensohn von dir genannt. Das war aber liebevoll gemeint. Das ist ein Treffer. Da steht doch noch ein Hubi. Oh, 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 oh. Irgendwo ist hier aber einer. Ah, ist irgendwo auf der anderen Straßenseite. Haben wir. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt hier schnell das Zeug und dann. Ja, ja, und dann raus. Oh, Scheiße. Oh, Alter, direkt ins Kopfauto geschossen. Vorsicht da, natürlich. Ich bin auf der oh Mann, ey. Jetzt läuft bei mir gar nicht mehr. Es ist alles kaputt in meinem Kopf und ich habe Hunger. Oh, schöner Sportwagen hier vor der Tür. Leer. Kann mich einer holen? Ich bin tot. Und ich möchte den Orden noch haben. Wo bist denn du? Als Ersthelfer geht Selbstschutz immer noch vor. Es nützt nichts, wenn ihr euch da immer zu mehreren hinlegt. Doch, doch. Doch, doch. Hier liege ich. Und wo ist der, der dich erschossen hat?
In der Richtung, wo du hinguckst. Oh, aber ich mich hat's auch erwischt. Da ist noch einer unter der Treppe. Shit. Oje, 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 oje. Scheiße. Wow, 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 wow. Okay. Boah. Scheiße, voll erwischt. Mein Gott, diese Unidad-Typen, ey. Krass. Okay, soll ich jetzt einfach Vorsicht, überleben? Vorsicht, er kommt jetzt. Oh Gott. Alter, aus was sind die gemacht? Aus Stahlbeton? Okay, ich habe auch 1000 Schuss nebenher gesetzt, aber... Er guckt immer noch in deine Richtung und steht direkt auf meiner Leiche. So, 8 ja, Schuss in die Luft, Alter, nicht überstanden. Vorher vielleicht den Unfallort absichern, ist gar keine schlechte Idee. Okay, ich gucke jetzt mal, ob ich dich kriege. Oh, dass die sich auch immer noch so um die Leute rumporten, ne? Okay, so wie sieht's aus mit dir, Alex? 10 Sekunden. Okay, wo ist der Bösewicht? Ich glaube, das war der Unidad-Typ, der da rum. Ja, ich glaube auch, das ist der. 3, 2, 1. Shit, ich komme nicht über die Wand. Ich komme nicht über die Mauer. Doch jetzt! Ah, komm schon, alle! Ja, mach. Ja! Ja! Ah. Hä? Sag mal, was ist denn das? Was ist denn da oben explodiert? Jetzt ist der Hubschrauber ja doch in Ordnung, der auf dem Dach steht. Der alte. Ich habe doch da die Rotorblätter durchs Dach glitschen sehen. Hä? Ist auch hochgegangen eigentlich. Das ist ja komisch. Bei mir steht ja oben heile Beile auf dem Dach. Heile Beile. Heile Beile. Was ist denn da los? Wie haben die denen hier so gut geparkt? Das ist ja der Hammer. Die kleinen. Oh, ich habe jetzt 90 Tempo. Fertigkeiten. Ich habe 15, ja, ist auch einiges. Der. Oh, ich überlege, ob ich das Drohnentempo erhöhe, einfach nur so just for the lulz. So, liebe Freunde, ich verabschiede mich für heute. Was? Dann kann ich mein Waffenteil suchen. Genau, ich bin auch schon mal weggeflogen. Das ist so mega lieb von dir. Oh nö, ist euch dabei. Ach so, nee, Alex ist da. Ja, dabei. Aber es war. Okay, aber dann endet unsere Let's Play-Aufnahmesession auch auf jeden Fall. Ich könnte ja noch Quatsch machen. Hui, oh, zum oha, sowas. Oha. Nee, und dann machen wir die nächste Story-Mission dann einfach in der nächsten Session, wenn es sich wieder anbietet. Das wird super. Ja, wir gucken jetzt nur noch Waffenteilen oder so, Kappes. Jetzt nichts mach das, Dramatisches. Ich gehe in die Kirche und bete eine Runde. Ich habe einen Rasenmäher gefunden. Ganz schön teuren Rasenmäher. So. Ich bete für euch. So, aber dann endet die Folge hier, oder was? Ja. Gute Nacht. Bis gleich, ne? Bis dann. Ciao.